Ja, die nächste MDA-Quali und scheinbar hat irgend so ein Zepter eingereicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber er sieht aus wie Lyrium. Ja, let's go. Und Clark habe ich mir gestern übrigens ein. Also ich habe mir den Song angehört, aber ich finde, ja, darauf reagiere ich nicht. Aber der ist an sich kein schlechter Rapper, der Clark. So, dann geht's jetzt los mit diesem Zepter-Typen, der aussieht wie Lyrium. So, ihr seht doch, das ist doch 1 zu 1 Lyrium. Teilen, Rapper auszufeiden gehört doch zu meinen Pflichtarbeiten. Tausende und Attacken, ja, ich wird erscheinen und diskriminieren nur meine Gegner, keine Minderheiten. Battle Rap ist doch nur ein toxischer Sumpf, doch ich komm im Schutzanzug und geb euch Cock in den Mund. Jetzt ist der Moralapostel angekommen und erhöht mit jedem kommenden Punch eure zukünftige Zahnarztkosten. Komisch, ja, doch dieselbe Stimme, denselben Flow, selben Stimmensatz wie Lyrium. Ist halt krank, das ist ein bisschen komisch, würde ich sagen. Ja. Erinnert mich zu sehr an Lyrium, dieser Zepter. Kicken homophobe Lines und approven sie und würde sich über Homophobe in ihrer Community. Das sind doch nur Jokes. Ach, laber doch nicht so, sonst breche ich dir den Kiefer und dann lache ich mich tot. Warum lachst du nicht? Hä? War doch ein klasse Witz. Du hast nicht danach gefragt, das war so nicht abgemacht, aber für alle anderen war das doch ein Hammerspaß. Ja, was ein Späßchen. Klappt super, um anzuecken. Ja, ja. Denselben Witz erzählen schwarze Leute, falls sie einmal Suat auf der Straße treffen. Hört einfach weg, ihr seid zu dumm für mich. So wie ihr rappt, braucht ihr von mir etwas Unterricht. Sag mal, lebt ihr nur im Internet oder kommt ihr unter Menschen? Könnt ihr belaufen, denn irgendwas außer meine Luft zu verschwenden? Ey. Kurz. Knackig, ich bumse den Schaschlik. Kurz und knackig, ich bumse jetzt Schaschlik, yeah. Also ja, Karin, die Hucke war auf jeden Fall gut, aber ansonsten. Nee, ich würde halt nicht sagen, dass er am Flow rankommt. Also nicht mit der Quali. Also ja, mal schauen, was daraus wird. Aber bis jetzt sehe ich Flow als großen Favoriten, aber wir haben halt erst die ersten drei von 25 Qualis, von daher. Da kommt wahrscheinlich noch was Krasses auf uns zu, aber. Ich sehe Zepter tatsächlich nicht auf dem Level vom Flow. So sehr ich ihn auch mag. Aber ja, Flow sehe ich dadurch ein paar Nummern stärker.